bei meinem vorherigen Arbeitgeber habe ich auch in einer IT-Abteilung gearbeitet und hatte dort eine weltweite Fachgebietsleitung bei einem internationalen Maschinenbaukonzern. Und dann habe ich ein Kind bekommen. Als ich dann zurückgekommen bin nach der Elternzeit, musste ich halt relativ schnell feststellen, dass mein vorheriger Arbeitgeber leider kein Interesse hatte, Mütter in Teilzeit zu beschäftigen. Ich habe mich halt umgeschaut, was gibt es für Arbeitgeber, die auch familienorientiert sind, aber trotzdem anspruchsvoll technologische Aufgaben haben. Und so bin ich halt auf die Stadtwerke München gekommen. Jetzt arbeite ich im Bereich Informations- und Prozesstechnik und habe dort eine Stabsstelle. Es ist ein sehr anspruchsvolles Gebiet, aber gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, die Betreuung meines Kindes perfekt unter einen Hut zu bekommen. Ich arbeite im Moment 30 Stunden die Woche, die ich mir auch relativ frei einteilen kann. Eigentlich sollte es State of the Art sein für einen modernen Arbeitgeber heute, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Bei den Stadtwerken München ist es halt Realität und sie haben es mir halt möglich gemacht. Ich genieße da halt jede Minute, weil ich auch einfach diese Freiheit habe und nicht diesen Druck, dass ich mich immer verbiegen muss und immer so tun muss, als ob ich keine Mutter bin, nur damit ich erfolgreich bin im Beruf.